Die Rügenwalder Mühle mit Sitz in Bad Zwischenahn ist eines der bekanntesten Unternehmen unserer Region. Und das mittlerweile nicht nur für die Fleischprodukte, sondern auch für vegetarische und vegane Produkte. Denn seit 2014 werden diese fleischlosen Produkte produziert und seitdem immer weiter ausgebaut. In dem Projekt, mit dem sich die Rügenwalder Mühle in diesem Jahr um den Preis für innovative Ausbildung beworben hat, geht es ganz viel um Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Auszubildenden. Das Ganze kam so zustande, dass immer wieder Touristen oder Kundinnen und Kunden das Betriebsgelände der Rügenwalder Mühle besichtigen und häufig der Wunsch geäußert wurde, die Produkte der Rügenwalder Mühle doch direkt vor Ort kaufen zu können. Bisher war das nicht möglich, das soll sich aber in Zukunft ändern, und zwar mit Hilfe der Auszubildenden. Diese haben nun ein Konzept entwickelt, wie sie einen eigenen kleinen Tante-Emma-Laden auf dem Betriebsgelände gestalten wollen. Und damit wollen sie vor allem den Aspekt Nachhaltigkeit berücksichtigen. Denn in dem Tante-Emma-Laden sollen Produkte verkauft werden, die ansonsten aufgrund von Druckfehlern oder Überproduktion nicht für den regulären Verkauf geeignet sind und normalerweise weggeschmissen werden würden. Die Auszubildenden wollen damit der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken und zudem sollen die Produkte auch zu günstigeren Preisen verkauft werden. Und gerade in der aktuellen Situation wird somit auch sozial schwächeren Menschen ermöglicht, die Produkte der Rügenwalder Mühle zu kaufen. Ziel des Projektes ist es aber natürlich vor allem, die Selbstständigkeit und das eigenverantwortliche Arbeiten der Auszubildenden zu fördern. Denn der Tante-Emma-Laden stellt ein eigenes kleines Unternehmen für die Auszubildenden dar, das alle Bereiche umfasst. Also sie müssen die Preise selbst kalkulieren, Marketingstrategien entwickeln und sind natürlich auch für die Einrichtung des Ladens und schlussendlich auch für den Betrieb zuständig. Und ja, genau dieses Zusammenspiel aus den Vorteilen für Umwelt und Kundinnen und Kunden als auch die Chancen, die sich für die Auszubildenden aus dem Projekt ergeben, hat die Jury überzeugt. Und somit hat es die Rügenwalder Mühle in diesem Jahr beim Preis für innovative Ausbildung auf den 3. Platz geschafft.